Ja, Lichtgeschwindigkeit Nummer 612 am 31. Oktober 2010. Es ist Reformationstag und ich bringe eine neue Reihe WM-Kirche. Es dreht sich um Fußball. Und zwar, wenn ich hier mal jetzt selbst ins Bild rücke, die Wunder von Bern, Fußballmannschaft von 1954, Deutscher Fußballweltmeisterschaft, feiert heute den 90. Geburtstag des im Jahre 2002 gestorbenen Mannschaftsführers und früheren NSDAP-Soldaten Fritz Walter. Und die Fritz-Walter-Gala findet aber statt ohne die noch übrig gebliebenen lebendigen Spieler von damals, der Jüngste von damals, Eckel, ist verreist nach Amerika und der Ottmar Walter ist ja schon so alt, dass er im Pflegeheim ist und nicht solche Feiern mitmachen kann. Und dann ist noch ein Dritter, das ist, muss ich mal überlegen, fällt mir jetzt der Name leider nicht ein, aber ehrenvoller Fußballweltmeister von 1954. So, die ganze Sache hat aber nicht den Kick, Fritz Walters 90. Geburtstag zu feiern, sondern im Gegenteil, letzte Woche ist eine Studie in Leipzig veröffentlicht worden zum Doping und auch insbesondere zu den Gerüchten der Sepp Herberger Doping-Spritzensport sozusagen in Bern. Und da ist erwiesenermaßen angeblich jedenfalls Traubenzucker, also ist erwiesenermaßen gespritzt worden. Und die haben aber gesagt Traubenzucker. Und was den meisten Leuten verborgen geblieben ist, ist, dass ja die ganze Mannschaft anschließend, also der ganze Kader anschließend an Gelbsucht erkrankt war, was man auf die Spritzen und die Hygiene wohl zurückführte oder die Unverträglichkeit. Und tatsächlich ein Spieler ist ja daran gestorben, also einer aus dem Kader, des Weltmeisterkaders, ist an Gelbsucht, Leberzirrhose gestorben und auch Werner Liebrich, der im Endspiel gespielt hat, ist später an Leberkrankheit gestorben, was man noch auf diese Gelbsucht zurückführt. Aber hier geht es um eine andere Geschichte und da habe ich hier heute die Frankfurter Allgemeine Zeitung von gestern, Samstagausgabe, und die haben im Sportteil ein Bericht zu dieser Thematik, da heißt es Attacke hier, Fritz hätte es gewollt, also der Fritz Walter hätte durchaus bejaht, wenn man diese Sachen im Sinne von Spritzensport oder Spitzensport, das Doping, aufgeklärt hätte. Und hier schreibt also der, ja, wie soll ich sagen, der Komiker hier im Sportteil, Anno Hecker, dass man in Deutschland ist vieles erlaubt, man darf Kopftücher tragen und dagegen protestieren oder Bahnhöfe planen und sie verteufeln oder irgend sowas hier. Tendenz, das Wunder von Bern, auch ein Erfolg des Spritzensports. Die Vermutung eines seriösen Historikers empörte die Republik. Jedenfalls rief die Bild-Zeitung mit ihrem Gespür für eine ertragreiche Aufregung den Verteidigungszustand aus. Studie zieht Wunder von Bern in den Schmutz. Und Bild fordert, lasst unsere Helden von Bern endlich in Frieden ruhen. Und weiter, nur keine Nachfragen, bitte, so geht das schon seit Jahrzehnten, wenn kritische Geister herauszufinden versuchen, ob Athleten mit pharmakologischer Hilfe auf die Sprünge geholfen wurde. Dabei besteht kein Zweifel, dass die Doping-Mentalität der Deutschen ihr Forschungsdrang auf dem Gebiet der künstlichen Leistungssteigerung älter ist als das Wunder von Bern. Sonst hätte der deutsche Sport 1952 kaum den Einsatz von Medikamenten im Wettkampf untersagt. Und hier geht es eben um ein berühmtes Mittel, das auch an der Front für die Soldaten Aufputschmittel benutzt worden ist, Muntermatt Pervitin. Die Pervitin-Vermutung ist nicht erwiesen, aber es wird auch nicht besonders zugelassen, dass also die Wissenschaft Zugang dazu findet. Ich persönlich will jetzt etwas als meine Meinung dazu sagen. Mich interessiert die Analyse dieser Krise nicht so besonders. Auch das Nazitum, dass der Trainer Sepp Herberger Mitglied der NSDAP war oder sonst was, das finde ich alles wirklich nicht mehr besonders erhellend für heute. Was mich aber interessiert ist, als der deutsche Mittelstürmer Ottmar Walter den Torwart Grosic im Torwartraum behindert hat, sodass der
Pass, Querpass an dem vorbei, der konnte den Ball nicht abfangen. Dann aus dem Schützenwinkel von hinten zum zweiten Tor für Deutschland von Helmut Rahn verwandelt werden konnte. Das ist eine Unsportlichkeit gewesen, die nach den Regeln des Fußballs aber zu einem gültigen Tor führte, weil die Regel besagt, der Schiedsrichter entscheidet. Der Schiedsrichter hat entschieden. Und was ich jetzt bemängele an dem Wunder von Bern, dass bis heute keiner von den deutschen Spielern gesagt hat, ja, das war tatsächlich so, es war eigentlich ein Foul, aber der Schiedsrichter hat es anders entschieden. Aber der Torwart Grosics, dessen ganzes Leben ist in Ungarn unter stalinistischen Aspekten aufgrund der Schuld für dieses Tor, er ist gefoult worden und man hat ihm die Schuld gegeben, ist er wirklich in seinem ganzen Leben geknickt worden. Das finde ich sehr schade und da würde ich mir auf der Fritz-Walter-Gala mal eine Geste wünschen, die nicht in dem etwas verfälschten Film von Sönke Wortmann, von dieser Torszene, wo das Foul nämlich nicht zu sehen ist, gipfelt, sondern wo wirklich nochmal ein Ton gesagt wird dazu, so ist der Fußball, Schiedsrichterentscheidung gilt. Das Wunder von Bern im Spritzensport finde ich persönlich nicht mehr so bedeutend. Also Ahoi,